Das hier ist der Teich für die kleinen Fische. Der hier für die größeren. Und dieser da für die ganz großen. Angefüttert bin ich, denn mich hat ein Virus gepackt, das sogenannte Angelvirus. Deshalb bin ich heute hier in Blumenthal an den Angelteichen beim Turbo und werde versuchen, einen ganz, ganz großen Fisch zu fangen. Ja, hallo, lieber Angler. Hier seid ihr im Fischzucht Blumenthal, auch im Volksmund genannt Turbos Angelteiche. Wir sind seit 2001 hier im Betrieb. Wir haben 4 Teiche, eine große Hälteanlage und das wird immer gut gefangen. Wir setzen auch anständig Fische, damit ihr Angler zufrieden seid. In den Angelteichen von Blumenthal können Freizeitangler reiche Beute machen. Zudem beliefert Turbo im Umkreis von 150 Kilometern andere Teiche und Fischereibetriebe. Er weiß, dass Angler gern mal auf neue Fischarten gehen. So findet man Störe und afrikanische Welse in seinen Teichen. Doch der Hauptfisch bleibt die Forelle. Sie kommt aus Dänemark, ist in den verschiedensten Zuchtformen der Klassiker bei den Anglern. Einige sollen sogar aus Gold sein. Eine Frage an Sie. Sie laufen ja gerade vorbei. Ist heute Angelwetter? Ja, genau. Super. Ah, super. Wollen wir es mal glauben. Oft herrscht dichtes Gedränge an den Teichen. Ich check die Sache mal ab, denn irgendwo müssen sie ja stehen, die Profi-Angler. Wichtigste Frage für jeden Angler ist ja immer, beißen die Fische? Lohnt es sich überhaupt, die Ruder auszupacken? Und vor allen Dingen, welche Fische beißen hier im Teich? Was ist denn so der größte Fisch, den du bis jetzt hier gefangen hast? 1,28 Meter, ein Stör mit 12,5 Kilo, mit Forellenrute. Aber doch nicht hier? Ja, hier. Ja, hier in den Teich, nebenan in den Forellenteich. Und hier auf der Teich gehen die Fang von 9,5 Kilo. Ja, so groß sind sie. Wenn sie nochmal loszieht, kriegt sie ihn. So, nicht klar. Das sieht schon nach Vollprofi aus. Also Augen auf, denn da kannst du noch ein bisschen was lernen. Wichtig ist es, immer langsam zu kurbeln, dass der Teig sich gleichmäßig dreht. Also die Forellen, die beißen sehr, sehr vorsichtig. Ist nicht gleich ein Biss und Anhauen wie bei einer Plötze oder einem anderen Fisch. Also man muss die Forelle echt gehen lassen. Das kann sich mal so 10 Sekunden, 15 Sekunden hinziehen, bis der Haken richtig sitzt. Ich zerbreche mir die ganze Zeit schon den Kopf. Da sitzen 40, 50 Angler. Einer von ihnen fängt einen Fisch nach dem anderen und die anderen alle Schneider. Liegt's am Köder? Liegt's an der Angel? Ich versuche diesem Phänomen noch nachzugehen. Ja, manche haben halt mehr Erfahrung als andere. Die gehen auch öfter angeln und machen sich ihr Geschirr dementsprechend zurecht auch. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Aber auch das Beobachten am Gewässer. Was kann ich nehmen? Nehme ich Teich, nehme ich Bienenmade? Die Tiefe ist entscheidend. Und da haben einige eben mehr Erfahrung als andere. Und auch den besseren Blick, sage ich mal. Aber wie gesagt, bisschen Anglerglück gehört immer dazu. Und natürlich auch das richtige Geschirr. Wenn ich hier mit 45er Schnur rangehe und eine Forelle angeln will, kann ich Glück haben. Aber es wird meistens nichts. Wie gesagt, da vorne, wo das Rohr hinkommt, in der Strömung, habe ich schon mal 31 Stück rausgeholt. Und unter dem Scheek hatte ich auch schon mal 30 Stück. Aber da haben die ganz anders gebissen. Das ist nicht so wie heute. Ja. Heute ist, ja, so wie hoch und tief, so wie das Wetter, wie der Luftdruck sich ein bisschen ändert, ist schon. Das ist schon aus. Jetzt bin ich aber richtig heiß. Ich habe eine ganze Menge Infos zum Fischbesatz und ich denke mal, ich werde mal meine Rute holen und ja auch nur ein, zwei Forellen rauspeitschen. Jetzt geht er wieder. Jawohl. Mein erster großer Fang heute, diese Wahnsinnsforelle. Und ich hoffe, es geht weiter so. Ich bin stolz wie Oscar. Nummer 2. Ich freue mich. Sollte es wirklich mal ganz doll schief laufen und ihr fangt am Stundenteich nichts, ja, dann geht ihr einfach an den Kiloteich. Da geht ihr sicherlich mit einer riesengroßen Tüte Forellen nach Hause. Ich bin mir sicher. Ist da jetzt auch ein Fisch drin oder nur Kraut? Fisch! Ist auch ein Fisch drin!
Ja, was soll ich dir erzählen? Ich habe heute gut gefangen, habe ich 3 schöne Stiere gefangen. Erst auf Wurm und da haben sie nicht gebissen, habe ich nicht mit Teich dran gemacht. Da habe ich die alle rausgeholt. So, und das war's. Hier hinter mir in diesem großen Teich, wo wirklich alle Fische drinne sein sollen, werde ich in den nächsten Folgen auf Zielfisch gehen. Und zwar auf Zander. Der Klaus, der will aber bei uns ein bisschen Angeln üben. Er möchte nicht so leicht eine Forelle angeln oder einen anderen Fisch, weil wir ja vieles drin haben. Er möchte gerne Zander angeln. Und er hat sich als Ziel gestellt, innerhalb von einem Jahr einen Zander zu fangen. Aber ich glaube, es wird wohl schneller gehen hier bei uns. Das wird eine Herausforderung. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Petri. Was macht ein Angler eigentlich, wenn es regnet? Ganz klar, er geht angeln, denn Fische werden ja nicht nass.